Ein Mann, der so einige Rekorde in seiner Karriere aufgestellt hat, hört auf den Namen Novak Djokovic. Und der hat sich jetzt mal in einer neuen Sportart probiert. Oder eben nicht. Djokovic spielt Tennis auf einer Tischtennisplatte. Einfach irre, dieser Ballwechsel. Da sitzt jeder Schlag, sogar die Tischkantenknaller werden noch retourniert und auf die kleine, mitteldichte Holzfaserplatte geschlagen. Ja, ich habe mich informiert. Dazu der satte Sound, wenn Novaks Schläger den Ball trifft. Moment mal, der hat ja einen Tischtennisschläger in der Hand. Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Mir stellt sich nur eine Frage. Genialer Cutter oder clevere KI? Eines ist klar, das hier ist Deepfake, aber geil gemacht.